Ja, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen, Ihnen alle noch ein gutes und erfolgreiches neues Jahr wünschen. Bei uns darf man das bis heute in Baden-Württemberg. Ich hoffe, dass das in Berlin auch noch geht. Ja? Dann fange ich gleich mal an. Wir hatten natürlich und haben eine große Debatte um die innere Sicherheit. Natürlich kann es nicht überraschen, dass die CSU jede Gelegenheit nutzt, mehr Überwachung, mehr Abschiebung, mehr Abbau der Bürgerrechte zu verlangen und die CDU nach wie vor unter Druck zu setzen. Hier befindet sich ja die CSU schon seit Längerem in einem wirklich unrühmlichen und hässlichen Wettlauf mit der AfD in der Flüchtlings- und in der Asylpolitik. Nichts Neues, aber es macht es nicht besser. Wir stellen aber auch fest, dass die CDU immer mehr drauf eingeht und vor allen Dingen eine Nebelkerze nach der anderen wirft, insbesondere um vom völligen Versagen des Bundesinnenministers de Maizière abzulenken. Ich denke, es ist höchste Zeit, dass de Maizière die Verantwortung für das Behördenversagen, das ja völlig offensichtlich ist, endlich übernimmt. Ich bin ja schon lange der Meinung, dass sich die Pannenserie dieses Innenministers so weit angesammelt und angehäuft hat, dass er seinen Hut nehmen sollte. Dass sich die SPD von ihm jetzt auch noch vorführen lässt und quasi vor sich hertreiben lässt, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Anstatt quasi auf seine eigenen Versäumnisse hinzuwerfen, lässt sich der SPD jetzt noch vorwerfen, dass sie nicht sofort auf die Linie der CSU und CDU einschwenkt. Also irgendwie unverständlich vermisst. Wer jetzt hektisch nach immer neuen Strafen ruft, der stellt in der Tat langsam den Rechtsstaat in Frage. Für alle Gewalttaten und Anschläge, die im vergangenen Jahr verübt wurden, gibt es Gesetze, die völlig ausreichend sind. Es ist doch die Frage, warum wurden diese Gesetze nicht angewandt? Warum fährt ein V-Mann vom Verfassungsschutz den Attentäter Amri noch mit dem PKW durch Deutschland? Warum wurde er nicht frühzeitig in Gewahrsam genommen? Das sind die Fragen, die wir uns stellen sollten. Und die wären im Übrigen auch nicht über neue und härtere Strafen zu beantworten. Wir erleben zurzeit irgendwie eine neue Variante der Schockdoktrin. Die Unsicherheit der Menschen hierzulande wird gezielt genutzt, um Bürgerrechte einzudampfen und nebenher noch lukrative Aufträge für die Sicherheitsindustrie mit lukrativen Aufträgen zu punkten. Dass nebenbei damit den Rechtsradikalen das Wort geredet wird, ist mehr als peinlich und nehmen offensichtlich die Parteien in Kauf. Zum neueren Vorschlag von Bundesjustizminister Maas, die elektronische Fußfessel bei Gefährdern anzuwenden, muss man, glaube ich, noch mal darauf hinweisen, dass die elektronische Fußfessel mit dem Ziel eingeführt wurde, Straftäter, die bereits eine mehrjährige Haftstrafe verbüßt haben, schneller zu resozialisieren, also als Alternative zur Freiheitsstrafe. Die Voraussetzung hierfür ist die Bereitschaft und die Disziplin der ehemaligen Straftäter, praktisch nicht mehr rückfällig zu werden, als Präventivmaßnahme. Zur Frage Terrorismus ist die Fußfessel völlig ungeeignet. Im Übrigen wird eben damit auch Rechtsstaatlichkeit außer Kraft gesetzt. Man hat gar keine Anklage, sondern allein der Verdacht reicht aus, um eine Fußfessel anzulegen. Man muss langsam vorsichtig sein, in welchem Ausmaße hier die Rechtsstaatlichkeit in Frage gestellt wird. Ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass wir einen Anschlag in Frankreich in der Normandie auf eine Kirche hatten, bei der praktisch einer der Attentäter eine Fußfessel getragen hat. Also offensichtlich zeigt die Praxis, dass das kein geeignetes Mittel ist. Es ist keine Frage, dem islamistischen Terror muss Europa entschlossen entgegentreten. Dabei ist es für mich immer noch völlig unverständlich, warum die Finanzströme des IS nicht längst ausgetrocknet wurden. Die Regierungen der EU-Staaten könnten beschließen, dass Banken in vom IS besetzten Gebieten vom Zahlungsverkehr
außerhalb dieser Gebiete isoliert werden. Das wäre im Übrigen wesentlich effektiver, als ständig über die Verschärfungen im deutschen Strafrecht zu diskutieren. In diesem Zusammenhang auch noch zu der ganzen Frage der schnelleren Abschiebungen. Es gab dieser Tage eine Demonstration in Frankfurt, zu der auch die Linke aufgerufen hat, gegen die Abschiebung nach Afghanistan. 1.000 bis 2.000 Leute sind gekommen, was ich für diese Zeit für beachtlich finde. Hier sieht man auch die große Heuchelei, wenn es darum geht, die Bundeswehrmandate in Afghanistan zu verlängern, dann sagt man, Afghanistan ist ein unsicheres Land, da muss die Bundeswehr rein. Wenn es darum geht, Asylsuchende nach Afghanistan abzuschieben, dann ist es offensichtlich ein sicheres Land, weil dann hat es keine Probleme. Wir sagen ganz klar, in dieses Land, das nach wie vor von den Kriegswirren gebeutelt ist und Menschen verfolgt werden, kann man keine Asylsuchenden abschieben. Ich möchte Sie noch darüber informieren, dass ich ja eine Besuchserlaubnis für Selahattin Demirtas, den Co-Vorsitzenden der HDP in der Türkei, beantragt habe. Und diese Besuchserlaubnis ist jetzt, oder dieser Antrag auf Besuchserlaubnis ist dieser Tage jetzt offiziell abgelehnt worden von der türkischen Regierung. Ich möchte darauf hinweisen, dass immer noch Tausende von Gefangenen in türkischen Gefängnissen sitzen, also politischen Gefangenen. Dazu auch gehört auch Selahattin Demirtas, für den ich eine Patenschaft übernommen habe. Niemand weiß, wie es ihm geht. Er ist völlig isoliert. Es passt ins Bild dieser türkischen Regierung, dass sie nicht zulässt, dass man die politischen Gefangenen besucht. Ich glaube, in diesem Fall ist es wirklich nochmal angebracht, darauf hinzuweisen, dass die deutsche Bundesregierung hier Mitverantwortung trägt. Sie schaut nach wie vor zu, wie Herr Erdogan eine Diktatur in der Türkei einrichtet. Wir bleiben bei unserer Forderung, sowohl an die türkische Regierung alle politischen Gefangenen freizulassen, als auch an die Bundesregierung den Druck auf Erdogan und die türkische Regierung zu erhöhen, mit diesem undemokratischen Gebaren aufzuhören. Immer mehr Zusatzzahlungen für Zahnersatz. Damit sind wir bei einem sozialpolitischen Thema. Eigentlich müsste es in einem reichen Land völlig selbstverständlich sein, dass die Kosten für Zahnersatz von den Krankenkassen übernommen werden. Hier findet im Übrigen eine besondere soziale Selektion statt. Gerade die Menschen, die wenig verdienen, die armer sind, können sich den Zahnersatz nicht mehr leisten. Und man sieht an den Zähnen, am Lächeln, in welchen sozialen Status die Menschen hierzulande haben. Dass die Kosten für Zahnersatz jetzt von 2,6 Milliarden auf 3,14 Milliarden gestiegen sind, zeigt nur erneut, welches Zweiklassensystem wir bei der Gesundheitsvorsorge haben. Wir meinen, dass dieses Problem leicht lösbar wäre, indem man endlich eine solidarische Bürgerversicherung einführt, solidarische Gesundheitsversorgung, in die alle einzahlen. Sie wäre leicht herstellbar. Im Übrigen würden die Krankenkassenbeiträge sinken und könnten gleichzeitig die Leistungen ausgebaut werden. Diese grundsätzliche Korrektur in der Politik der Gesundheitsversorgung ist dringend erforderlich, womit wir dann auch ein bisschen wären beim politischen Jahresauftakt, den die Linke diese Woche hat. Am Wochenende macht die Linke am Freitag, Samstag einen politischen Jahresauftakt, wo wir am Samstag den Programmentwurf von Katja Kipping und mir vorstellen werden oder die wesentlichen Sachen vorstellen. Solche Programmentwürfe haben ja bekanntlich immer 70 oder 80 Seiten. Das wollen Sie nicht vorgelesen bekommen, aber wir werden die Schwerpunkte vorstellen.
Und natürlich wird im Mittelpunkt stehen, dass wir einen grundsätzlichen Bruch mit der neoliberalen Politik der letzten 25 Jahre brauchen und dass wir in ein Jahr gehen mit vielen Wahlen, mit 3 Landtagswahlen, 1 Bundestagswahl und eine Chance sehen, diesen Bruch herbeizuführen. Dazu ist aber ein grundsätzlicher Politikwechsel erforderlich. Wir, die Linke selber, gehen mit großem Optimismus in das Jahr 2017. Wir fühlen uns gut aufgestellt, inhaltlich gut aufgestellt. Wir haben klare Vorschläge, wie man diese Politik grundsätzlich ändern will. Und wir haben auch klare Vorschläge, wie ein Politikwechsel in diesem Lande zustande kommen soll. Ich will Sie ein bisschen neugierig machen, am kommenden Samstag auf unsere Pressekonferenz zu kommen, wo wir doch nochmal deutlich machen wollen, mit welchen Vorschlägen, mit welchen Forderungen wir in das Wahljahr 2017 gehen wollen.